Es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie meine Einladung zu so ungewöhnlicher Stunde angenommen haben. Anstatt eines offiziellen Besuchs dachte ich mir, es wäre angenehmer, sich in meinen Privatgemächern zu treffen. So kann man neugierigen Blicken entgehen. Mein werter Josef, die Gerüchte über den Bann des Mabuse bereiten mir Sorgen. Sie gestatten doch, dass ich Sie Josef nenne? Gerda hat so viel von Ihnen erzählt. Sie hat mir Ihre Vorzüge gepriesen, die anscheinend sehr zahlreich sind. Ich hatte nicht erwartet, einen Rivalen Ihres Formats zu haben. Gratuliere. Sie haben mich des schönsten Juwels von allen beraubt. Vergessen Sie das, werter Professor. Die Politik ist eine bei weiterem anspruchsvollere Geliebte. Folgen Sie mir. Darüber hinaus hat sie aber auch ihre Vorzüge. Wie zum Beispiel ihr neues Meisterwerk vor allen anderen sehen zu können. Kommen Sie her. Wir sind nicht naiv, Herr Lang. Wir wissen, dass Ihr Film gegen uns gerichtet ist. Aber wir wissen auch genau, wer die Menschen mit Talent sind. Wie die liebe Leni Riefenstahl. Vor ein paar Tagen bin ich ihr begegnet. Sie sprach nur von Ihnen. Die Leni. Sie träumt nur von Ruhm und Film. Unser Führer betet sie an. Er plant, sie zu bitten, den Reichsparteitag zu filmen. Herr Lang, Deutschland ist dabei, Großes zu vollbringen. Wir brauchen all unsere Künstler. Guten Abend, Fritz. Ich muss Ihnen Gerda Maurus nicht vorstellen. Ich denke, Sie kennen sich. Guten Abend, Gerda. Wirklich das schönste Juwel von allen. Bekommen Sie alle Gerdas dieser Welt. Mit Ihnen? Ja, Herr Lang. Schließen Sie sich uns an. Nicht nur wird Mabuse in allen Kinos Deutschlands gezeigt werden, dafür stehe ich ein. Wir bieten Ihnen weit mehr. Die Leitung des deutschen Films mit aller Macht und unbegrenzten Budgets. Ihre Pläne. Und auf meine. Was genau haben Sie gegen uns? Sind wir Ihnen nicht kultiviert genug? Ist es das? Land auf, Land ab spielen wir deutsche Komponisten. Bruckner, Bach, Beethoven. Werden diese großen Meister etwa nur von kulturlosen Ignoranten geschätzt? Der Führer besucht regelmäßig die Vorstellung der Bayreuther Festspiele. Würden Sie ihn etwa auch als unkultivierten Ignoranten bezeichnen?
Wir bauen Freilichttheater jetzt, in diesem Moment, überall im deutschen Land, führen unsere Theaterensembles die Stücke der größten und bekanntesten deutschen Schriftsteller auf, Goethe und Schiller. Was machen Sie mit all den anderen? Welche anderen? All jene, die die Kunst von morgen vorbereiten. Natürlich. Ihre Freunde der Avantgarde, des Kubismus, Expressionismus, Dadaismus, diesen Scharlatanen. Jegliche Form des Ausdrucks zu verweigern, ist das Mindestmaß an Hygiene. Die Kunst der Zukunft sind wir, Herr Lang. Was diese Sache betrifft, ist Ihre Frau viel weitsichtiger als Sie. Meine Frau ist von meinem Werk nicht zu trennen, aber ihre Ideen teile ich nicht immer. Schade. Der große Erfolg ihrer Filme resultiert aus einem guten Teil auf Theas visionäre Ideen. In Von Nibelungen zu Metropolis. Unsere verehrte Thea sucht ihresgleichen, wenn es darum geht, deutschen Geist zu verströmen. Doch werktags rein. Und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Vergessen Sie diesen Parasiten Brecht und seine dekadente Kunst. Denken Sie an die Zukunft. Zusammen können wir Großes erreichen. Mein lieber Freund, Ihre antisemitischen Filme erreichen doch nur jene, deren Geister Sie bereits erobert haben. Und was die Filme angeht, die Ihre Ideen im Ausland propagieren sollen. Die lösen doch mehr Furcht aus als Begeisterung. Die Macht des Kinos haben Sie vorausgesehen. Das stehe ich Ihnen zu, gerne. Aber eins werden Sie nie verstehen. Die Unfähigkeit des Totalitarismus zu wissen, wie man es benutzt. Dann bringen Sie es uns bei. Und das wird in einer Frau gefallen. Du kleines Dummerchen. Wir haben Ihre Trennung von Thea von Harbour wahrgenommen. Und all das wegen dieser kleinen Chansonette. Schade. Ich habe gehört, dass Ihre Frau plant, Sie als nicht arisch zu melden. Wussten Sie das? Die liebe Thea. Tja, sie hat nicht Unrecht. Meine Mutter ist jüdischer Abstammung. Lieber Freund, im heutigen Reich entscheiden wir, wer arisch ist und wer nicht. Aber lassen wir das beiseite. Erlauben Sie mir, Ihnen etwas zu zeigen. Sehen Sie. Thank you.
ein Meisterwerk meiner kleinen Privatsammlung. Le Bourreau Turc, Georges Méliès, 1904. Ist es nicht wunderbar? Ich erwarte Ihre Antwort. Bis spätestens morgen, lieber Freund. Überlegen Sie gut. Mabuse ist in Ihren Händen. Guten Abend, Dr. Goebbels. Die Partei lässt diejenigen, die ihr treu sind, nicht im Stich.